Weil ich denke, dass wir genau diese Frage miteinander beantworten müssen. Weil jedes Individuum hat unterschiedliche Bedürfnisse und wir so als ganze Gruppe sozusagen, als Kollektiv, ja, uns geht es dann auch wieder anders damit. Und ich glaube, dass es genau deswegen wichtig ist, dass wir genau solche Prozesse wie Stadtentwicklungsprozesse oder sowas durchführen, dass wir einfach rausfinden, was sind unsere unterschiedlichen Bedürfnisse, was brauchen wir im öffentlichen Raum. Also ich glaube, um einen guten Raum für das Miteinander zu gestalten, braucht es das Miteinander im Gestalten. Ich alleine kann nicht darüber bestimmen, was eine Gruppe gut findet, sondern die Gruppe kann als Gemeinschaft bestimmen, was gut für sie ist. Eine belebte Stadt und das, was man als Urbanität auch bezeichnen könnte, also diese belebte Stadt kann dann auch entsprechend umgesetzt werden, kann zum Leben erweckt werden, wenn die Erdgeschosszone eines Hauses kommuniziert mit dem Straßenraum. Die Innenentwicklung für den öffentlichen Raum ist ein großes Potenzial für die Wohnumfeldqualität, für die Lebensqualität. Und diese Strategie ist ein Weg, der vielleicht sehr schwierig umzusetzen ist, der sehr ehrgeizig ist. Aber wenn man sich dieser Innenentwicklung verschreibt, dann birgt das halt wirklich große Möglichkeiten für mehr Lebensqualität. Dass man ganz einfach versiegelte Flächen in Tulln, in der Innenstadt von Tulln, nicht für Parkplätze braucht, sondern diese Flächen, diese Freiflächen als Grünflächen, als Gärten, als Begegnungszonen in der Innenstadt attraktiv gestaltet und wir uns ganz einfach im öffentlichen Raum mehr aufhalten können. Ich glaube, dass der Hauptplatz uns sehr gut zeigt, wie sehr die Tullner diesen Platz annehmen, durch das, dass er jetzt sehr autofrei gestaltet worden ist, dass wir hier wirklich Bewegungsräume geschaffen haben und Aufenthaltsqualität geschaffen haben. Macht schon was aus, wenn ich eine große innerstädtische Fläche auf einmal komplett anders nutzen kann? Der Masterplan ist nur ein Papier, das die Zukunft beschreibt. Das wird nur dann lebendig, wenn es alle, die es betrifft, mit Leben erfüllen und die Dinge, die Maßnahmen, die Schritte, die dort beschrieben sind, auch umsetzen. Und zum anderen entsteht durch jede Art von Beteiligung und die Möglichkeit der Mitsprache eine höhere Zufriedenheit und damit auch eine von innen aus generierte Lebenszufriedenheit in der eigenen Stadt.